Das ist ein Beruf, da musst du mit voller Hingabe dabei sein, weil du wirst bei der Polizei nicht reich. Wie bist du zu ESN gekommen? Also eigentlich ist ESN zu mir gekommen. Wir wohnen hier im dritten Stock Altbau und wenn ja diese Treppen nach dem Training hochgelaufen ist, dann gibt man lieber erstmal 15 Minuten auf Abstand. Ja, Spritzen und Blut und sowas, das ist nicht so meine Welt. Hast du dich denn für die Evo Classic qualifiziert? Leider. Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video. Ich gönne mir hier gerade einen Hulu Duck Zero. Den hat meine Freundin mir vom Rewe mitgebracht und wir bewerten jetzt erstmal den Geschmack. Nicht so. Wenn man das Original kennt, ist es auf jeden Fall kein guter Ersatz. Erst Leute, wir sind 2,5 Wochen von der NPC entfernt. Endlich Startschuss für die Herbstsaison. Bald geht's endlich los. Und ich habe wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf die Diät, Alter. Aktuell der Hunger ist next level. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam, diese scheiß Wettkampf-Prep zu starten. Aber wir ziehen jetzt noch die letzten Wochen durch. Und ja, heute machen wir ein kleines Q&A. Und zwar habe ich auf Instagram eine Fragerunde gestartet. Meine Freundin hat sich 10 Fragen rausgepickt. Sie hat es ein bisschen geordnet, dass es hier für das Video auch ein bisschen Sinn macht von der Reihenfolge. Und ja, dann würde ich sagen, Hanna, wir starten mit der Fragerunde. Bitte die erste Frage. Ja, die erste Frage lautet, seit wann bist du auf Prep und wie geht es dir bis jetzt damit? Also, wir haben im letzten Jahr die Pre-Prep angefangen, das hatte ich im ersten YouTube-Video schon gesagt, im September. Ging 16 Wochen, also im September letzten Jahres bis Januar, glaube ich, war das, weiß ich nicht mehr. Ab Februar irgendwie, genau, oder? Ich war da irgendwie bei 96 Kilo Peak Off-Season auf 1,83, ist jetzt nicht viel. Für mich war das tatsächlich viel und wir haben runtergecuttet auf 86 bis 87 Kilo. Wir sind schon tief reingegangen. Dann gab es 2 Monate Erhaltungskalorien, ja, ein bisschen nochmal einen Lean-Aufbau. Hab ja auch nochmal gut was rausgeholt. Und jetzt bin ich seit Mitte März auf Prep. Das müssten 22 Wochen sein. Also 16 Wochen Pre-Prep plus 22 Wochen. Der letzte Wettkampf ist voraussichtlich von jetzt an in 9,5 Wochen, glaube ich. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Wie geht es mir mit der Prep? Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es geht mir aktuell gut. Es geht mir den Umständen entsprechend echt noch gut. Dafür, dass ich 2,5 Wochen out bin vom ersten Wettkampf. Wenn ich das vergleiche mit meiner ersten Prep 2018, wo ich mit 10% KFA auf der Bühne stand, da ging es mir Hölle, weil ich einfach komplett ohne Diet Break durchgediätet habe. Es war halt aber auch nur 12 Wochen, weil ich viel zu spät reingestartet bin. Und wenn ich das mit der Prep jetzt vergleiche, geht es mir echt noch sehr gut. Wir haben sehr früh angefangen und ich hatte genug Diet Breaks, hatte genug Zeit, musste nicht komplett reinpushen. Gut, der Hunger ist wie gesagt jetzt halt next level. Ja, ich muss mir ständig jede Stunde 2 Möhren schnappen oder sonst was reinstopfen, dass ich irgendwie über den Tag komme. Bin auch sehr lethargisch, muss ich sagen, und sozial inkompetent, kann man schon fast sagen. Also ich rede echt wenig, außer mit Leuten, die mir sehr nahe stehen, wie Familie, Freundin und sehr, sehr gute Freunde. Aber das ist, glaube ich, irgendwo normal. So eine Bodybuilding-Diät im Naturalbereich ist halt auch echt ekelhaft gegen Ende, weil du halt extrem viel Zeit brauchst, um lean zu werden. Und es ist, glaube ich, auch ziemlich ungesund gegen Ende. Die zweite Frage. Frage Nummer 2. Würdest du deinen Beruf bei der Polizei kündigen, um dich Vollzeit auf Social Media und dein Coaching zu fokussieren? Okay, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Also vor einem Jahr hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall, weil der Polizeiberuf ist meiner Meinung nach ein richtig geiler Beruf, muss man schon sagen. Also du hast extrem viel Abwechslung, du hast echt coole Kollegen. Das Studium war eine richtig geile Zeit und an sich, der Beruf macht einfach Spaß und ist meiner Meinung nach auch ein schöner Beruf. Aber ich muss sagen, es ist im letzten Jahr extrem viel passiert. Ich habe einen Vertrag bekommen bei ESN, ich habe extrem viel Social Media gemacht, bin voll aus mir rausgekommen, habe gemerkt, wie viel Spaß mir dieses ganze Social Media eigentlich macht und wie cool es ist, andere Menschen zu motivieren, diesen Sport durchzuziehen, gesunden Lifestyle zu leben, besonders im Schichtarbeiterbereich. Ja, ich bin ja im Einzeldienst bei der Polizei, also ich habe Schichtarbeit schon die ganze Prep lang, schon seit 2 Jahren. Und ich weiß, wie hart das sein kann. Ich weiß aber auch, dass trotzdem Fitness und Bodybuilding funktionieren kann. Ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür. Das ist mega geil, andere Leute, die ebenfalls zum Beispiel im Schichtdienst tätig sind, dahingehend motivieren zu können. Dazu mache ich noch ein paar Coachings nebenbei. Ja, jetzt nicht viele. Ich habe das sehr, sehr begrenzt, weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe. Ja, ich arbeite 40, 50 Stunden Vollzeit, habe nur Social Media, die Coachings, muss mich um meine Freundin kümmern, muss auch mal meine Freunde und Familie sehen, habe noch meine 5, 6 Mal Training die Woche, muss meine Steps machen, Posing üben. Ja, das ist alles schon sehr, sehr viel, was ich mir da vorgenommen habe. Manchmal denke ich mir auch, ich habe mir zu viel vorgenommen, ehrlich zu sein.
Aber müssen wir durch. Ja, deshalb würde ich Stand jetzt tatsächlich sagen, ich kann es mir vorstellen, weil ich einfach, wie gesagt, sehr viel Spaß habe am Social Media und auch am Coaching an sich. Ich meine, ich trainiere jetzt seit 11 Jahren, habe dieses Jahr nochmal besonders gemerkt, dass ich halt sehr für dieses Bodybuilding lebe, für diesen Fitness-Lifestyle. Ich finde, so die Polizei ist so ein Beruf wie Krankenpfleger und Feuerwehrmänner und sonst was. Das ist ein Beruf, da musst du mit voller Hingabe dabei sein, weil du wirst bei der Polizei nicht reich und verbringst extrem viel Zeit in diesem Beruf. Ja, gilt ja für viele andere Berufe. Und wenn du da nicht mit voller Hingabe dabei bist, macht dich das auf Dauer nicht glücklich. Und aktuell sind einfach die Prioritäten verschoben. Ja, ich habe einfach mehr Interesse für mich selbst an diesem Fitness-Sektor, sage ich mal. Ja, da baut auch so ein bisschen die dritte Frage auf. Die lautet nämlich, wo siehst du dich in 5 Jahren? Wo sehe ich mich in 5 Jahren? Okay, also ich bin ehrlich gesagt so ein Mensch, ich versuche immer sehr achtsam zu leben. Das heißt, so ein bisschen gegenwärtig, ich versuche den Moment zu genießen. Ja, ich plane jetzt nicht mein Leben 10 Jahre voraus. Bin da nicht so der Fan von, viele Leute ticken ja so, ich will das Abi machen, dann studieren, dann eine Ausbildung, dann arbeiten und mit 60 in Rente gehen. Und ich bin eher so, ich will halt mein Leben genießen, das Beste immer aus der Situation machen und plan deshalb nicht so weit in die Zukunft. Ja, in 5 Jahren kann vieles passieren. Ich weiß nicht, es öffnen sich ja auch immer neue Türen, wie jetzt letztes Jahr beispielsweise für mich mit der Prep, mit ESN und so. Und das kommt alles immer relativ unerwartet. Aber in 5 Jahren hoffentlich mit meiner Freundin verheiratet. Vielleicht bin ich bis dahin ein echt guter Bodybuilder, vielleicht ein IFBB-Pro, bin ein guter Coach. Mir geht es hoffentlich gesundheitlich gut, aber ansonsten habe ich mir dahingehend echt keine großen Gedanken gemacht. Genau, die vierte Frage lautet, wurdest du auf Streife mal erkannt und wenn ja, wie gehst du dann damit um? Ja, kam tatsächlich schon ein paar Mal vor, jetzt nicht so häufig, aber ich freue mich dann natürlich drauf, wenn die Leute mich auch uniformiert erkennen. Das ist immer eine große Überraschung für mich. Aber ja, im Endeffekt, ich verstell mich jetzt nicht, wenn ich in Uniform bin. Ich bleibe immer noch freundlich und wie gesagt, freut mich extrem. Man kann auch mit mir reden, wenn es die Situation hergibt natürlich. Wenn ich jetzt gerade beschäftigt bin, dienstlich, dann eher weniger. Aber ansonsten kommt das schon mal vor und ich finde, man sollte immer der Mensch bleiben, der man ist. So Ali, die fünfte Frage lautet, wie bist du zu ESN gekommen? Wie bin ich zu ESN gekommen? Also eigentlich ist ESN zu mir gekommen. Ich wurde quasi gescoutet im letzten Jahr, kann man glaube ich so sagen. Also die fanden mein Profil relativ interessant. Ich habe auch damals schon ein bisschen Social Media, Instagram gemacht. Ja, ein bisschen was in den Stories erzählt. Hatte auch meine Preps vorher schon ein bisschen so dokumentiert auf Instagram. Fanden die relativ interessant und haben mich gefragt, ob ich Interesse hätte, mit ESN zusammenzuarbeiten. Quasi, ich gebe Gas in Social Media und werbe ein bisschen für ESN. Und das war für mich natürlich extrem unerwartet und überraschend. Ich habe mich dahingehend auch extrem gefreut, weil ESN ist wirklich eine Marke, für der kann ich stehen. Ja, die Marke hat Qualität, ihr kriegt Laboranalysen, schmeckt gut, sie achten drauf, dass sie den Leuten keine Scheiße verkaufen. Und das war mir immer wichtig, ich werbe nicht jeden Scheiß, Hauptsache Kohle, sondern ich möchte auch zu den Sachen stehen, die ich werbe. Und ESN, denke ich, wissen die meisten, ist eine saugeile Marke. Ja, wir können da, glaube ich, auch im deutschsprachigen Raum sehr stolz drauf sein. Ja, dahingehend haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, ja, jeder hat so seine Bedingungen genannt und dann kam ein Vertrag zustande. Yes, an der Stelle könnt ihr mich mit dem Code Ali auch immer supporten, ihr könnt mit Code Ali auch immer bestmöglich sparen, ja, es gibt jetzt keinen anderen Code, der irgendwie mehr bringt, aber ja, im Endeffekt supportet ihr mich damit, also ich krieg dann quasi einen bestimmten Teil der Provision, mit denen ich mir selber dann Supplements finanzieren kann und das hilft mir beispielsweise jetzt bei dieser Wettkampfdiät enorm. Und ja, dahingehend bin ich ESN dankbar, so einen geilen Sponsor zu haben und auch euch, jeden Einzelnen, der mich supportet über den Code. Und wenn du auch so einen Sponsor möchtest oder zu ESN möchtest oder was auch immer, solltest du natürlich eine gewisse sportliche Leistung irgendwo bringen und halt auch vielleicht ein bisschen Social Media machen, weil im Endeffekt wirbst du ja immer noch für eine Firma und wenn du halt nur gut aussiehst beispielsweise, gut aussehen tun viele Leute, dann wird das wahrscheinlich nicht ausreichen. Ja, die sechste Frage habe ich eine gemeinsame Frage für uns ausgewählt, deswegen komme ich mal zu dir. Jetzt bin ich aber gespannt. Genau, die sechste Frage lautet. Ja, ich glaube, sonst wird es schwierig. Die sechste Frage lautet nämlich, beeinträchtigt die Wettkampfdiät deine Beziehung bzw. wie geht deine Freundin damit um? Das ist eine sehr, sehr geile Frage. Also ich persönlich würde sagen, wir sind in dieser Wettkampf-Prep
ziemlich zusammengewachsen, kann man so sagen. Also ich habe durch diese Prep allgemein, das ist immer so in so einer Wettkampf, du gehst so in diesen Hungermodus, bist immer mehr Richtung Verhungern und dann schätzt du diese kleinen Sachen im Leben, das Essen mehr, deine Beziehung mehr, deine Familie, deine Gesundheit mehr. Und dahingehend bin ich extrem dankbar, dass ich die Stärke habe, das Ganze durchzuziehen und wie viel mir das eigentlich auch gibt. Man sieht ja oft immer nur das Negative, ja, man hungert und es geht einem nicht gut. Aber im Endeffekt ist es ein Privileg, sowas durchzuziehen. Man hat die Entscheidung selber getroffen. Und ich muss sagen, für die Beziehung war es für mich eher vorteilhaft. Natürlich, wir können jetzt nicht ständig auswärts essen und sind ein bisschen eingeschränkt, auch was das angeht. Ist auch eine Lebensqualität, muss man ganz klar so sagen. Auch jetzt andere Beziehungsbereiche laufen vielleicht jetzt auch nicht immer so glatt, gerade jetzt bei diesem Körperfettniveau. Und ich bin vielleicht manchmal so ein bisschen reizbar, wenn ich jetzt beispielsweise aus dem Training komme und noch nichts gegessen habe oder so, aber das weiß Jana, die kann extrem gut damit umgehen und ich denke, es ist interessanter, wenn du darauf antwortest aus deiner Sicht. Jo, also ich kann eigentlich das nur bestätigen, was der Ali gesagt hat. Also klar, man hat halt auch kleine Einschränkungen einfach, dass man nicht mehr so unbeschwert jetzt sozusagen leben kann. Diese Spontanität geht so ein bisschen verloren, weil man natürlich auch alles ein bisschen eher plant. Der Ali ist auch reizbarer, wie er schon gesagt hat. Also wir wohnen hier im dritten Stock Altbau und wenn er diese Treppen nach dem Training hochgelaufen ist, dann gibt man lieber erstmal 15 Minuten auch Abstand. Aber sonst muss ich wirklich sagen, also läuft das echt super. Wenn ich jetzt vergleiche mit der Prep 2020, da ging es dir viel schlechter, viel früher. Die war härter auf jeden Fall als dieses Mal. Und, wurde auch noch wegen Corona. Ja, das war echt. Wir wollen nicht drüber reden, wie dieser Tag war, als diese Absage kam. Ja. Also da hätte keiner mit mir reden können. Ja. War so abgefuckt. Das stimmt allerdings. Aber sonst muss man wirklich sagen, für mich gibt es jetzt sonst keine großen Einschränkungen. Also ich ist das kann für ja dich essen, alles auch für dich auch interessant ja, geworden? Ja, auf jeden auch Fall. Diese Bodybuilding-Wettkämpfe, das war ja vorher, du hattest ja eigentlich nichts damit zu tun. Und nein, man denkt sich so, da sind irgendwelche Leute da mit einem Posing zu hören. Bühne. Was ist eigentlich los mit diesen Jungs? Das stimmt. Also ich habe letztes Jahr, das erste Mal auf einem Wettkampf, weil Alis Kumpel, der Valentin, da gestartet ist. Und ich muss sagen, das bei der Evo Classic übrigens, genau, die erste Evo Classic. Das hat mich, fand ich mega interessant. Das hätte ich mir nie so vorgestellt, dass mir das so gut gefällt oder dass ich das spannend finden könnte, diesen Sport. Aber wirklich, es hat mich sehr gecatcht, muss ich sagen. Und ich freue mich wirklich sehr auf die Saison. Also ja, da fieber ich auch sehr mit. Ich mein größter Support, ohne sie wüsste ich ehrlich nicht, ob ich diese Prep so durchgezogen hätte, weil ich hatte, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viele Selbstzweifel. Und das stimmt. Ich habe ja auch schon so oft gesagt, boah, spreche die Prep jetzt ab, das werden wahrscheinlich viele gar nicht glauben. Du siehst ja immer auf Social Media so nur das Positive. Nur das Gute halt einfach. Ist ja klar, man möchte hier die Leute auch motivieren und so und nicht runterziehen. Hanna hat mich echt bis jetzt extrem supportet, auch wie sie für mich manchmal so Sachen wie so ein Protein-Cheesecake und so macht. Das ist einfach extrem geil und man schätzt sowas halt extrem in so einer Prep und dann weißt du halt wirklich, was wichtig ist im Leben, ja. Und das vergisst man auch nach der Prep nicht. Ja. Und das, ach, das macht ja auch Spaß. Ja. Ich freue mich schon. Wird eine coole Saison. Ja, auf jeden Fall. Wird eine harte Saison, aber eine coole Saison. Cool. Und jeder Einzelne, der das durchzieht, hat eigentlich verdient zu gewinnen. Vollsten Respekt wirklich an jeden, der da auf der Bühne steht. Also, wenn ich das so miterlebe und wie viele das durchziehen, Respekt wirklich. Ja, aber auch Respekt an die Beziehungspartner, muss man sagen. Das zieht auch nicht jeder geht da mit, nicht jeder erträgt sowas auch. Und ich denke, daran sieht man, ob es die Partnerin fürs Leben ist oder eher weniger. Dann würde ich sagen, ich begib mich wieder hinter die Kamera. So, Ali, dann habe ich noch eine Frage, die du sehr häufig bekommen hast, weil du es nicht öffentlich genannt hast. Hast du dich denn für die Evo Classic qualifiziert? Habe ich mich für die Evo Classic qualifiziert? Leider, ja, ich habe mich für die Evo Classic qualifiziert. Habe mich extrem drüber gefreut. Also am 7. Oktober könnt ihr mich bei meinem Hauptwettkampf der Evo Classic sehen. Wer live am Start ist, wäre mega geil, würde mich freuen. Ihr verpasst auf jeden Fall was, wenn ihr nicht dabei seid, weil das ist ein mega geiler Wettkampf. War ja schon letztes Jahr dort mit Hanna, hat sie erzählt. Ich freue mich extrem, auf dieser Bühne in der Siegerlandhalle in Siegen stehen zu dürfen. Also die Dichte an guten Athleten, die war krank und wenn man dahingehend von, was weiß ich, 600 Athleten wurden, glaube ich, 200, 300 genommen. Wenn man da dabei ist, ist man natürlich extrem stolz, aber nach so vielen Wochen Diät und dem Hustle, den ich die letzten 11 Jahre durchgezogen habe, freue ich mich auf jeden Fall, dass es gereicht hat. Die 8. Frage lautet, wann werden wieder mehr Coachingplätze frei und worauf ist dein Coaching spezialisiert? Ja, also ich habe ja so mein
Coaching, mein Online-Coaching, als auch Personal Training, das habe ich ja jetzt nicht krass öffentlich gemacht. Also wie gesagt, ich habe ein paar Leute im Coaching, auch für Wettkampf habe ich einen gerade auch für die Herbstsaison tatsächlich drin, aber wie gesagt, streng limitiert, einfach weil die Zeit halt jetzt fehlen würde, solange ich noch Vollzeit nebenbei arbeite und den ganzen Social Media Krams und so mache. Deshalb also voraussichtlich nach der Saison gibt es nochmal einen dicken Urlaub. Anna und ich fliegen in den Urlaub. Lass uns sonst erstmal gut gehen. Ja, ist auch wichtig für die Beziehung, dass das wieder eine fette Priorität bekommt. Und danach gehen wir auf jeden Fall ein bisschen intensiver ins Coaching, weil dann fällt die Prep weg. Da habe ich extrem viel Zeit und kann natürlich entsprechend mehr Leute coachen. Im Endeffekt coache ich sowohl Leute, die auf die Bühne wollen, weil ich halt die Erfahrung dahingehend habe, ja, ich weiß, wie der Hase läuft, als auch Lifestyle-Coaching für Mann und Frau. Ja, also wer einfach gut aussehen will, sich gesünder ernähren möchte, einen gesünderen Lifestyle haben möchte, dahingehend kann ich auf jeden Fall helfen, weil ich halt das schon seit sehr vielen Jahren mache. Und dahingehend hätte ich auf jeden Fall Bock, einige Leute zu coachen und sie auf ihren Weg zum Traumkörper zu begleiten. Ja, ich würde auch gerne Schichtbedienstete und so ins Coaching aufnehmen, weil ich weiß, es ist wirklich ein harter Bereich und für viele auch so unrealistisch, dass es funktionieren kann. Aber ich lebe es ja selber, ich weiß ja, dass es klappt. Es ist ein bisschen schwieriger, sage ich mal. Man muss noch mal auf ein paar andere Sachen achten, wie jetzt beispielsweise Schlaf, Stressmanagement und so weiter. Aber es kann alles funktionieren und jetzt voraussichtlich Mitte bis Ende November werden nochmal ordentlich Coaching-Plätze frei. Die 9. Frage lautet, macht das überhaupt Sinn, als Naturalathlet einen NPC-Wettkampf zu machen? Das ist auch eine sehr berechtigte Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Also eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, weil du bist ja natürlich benachteiligt. Ja. Für die, die es nicht wissen, NPC ist halt ein Bodybuilding-Verband und das ist jetzt kein Natural Bodybuilding-Verband, das heißt, da wird einfach nicht getestet, ob du jetzt was nimmst oder nicht. Dahingehend können halt Leute neben mir stehen, die halt was nehmen und ich nehme nichts. Und das ist dann natürlich schwieriger für mich. Aber hier, das habe ich mir selbst ausgesucht. Ich werde jetzt auch nicht sagen, wenn ich Letzter werde, ja wow, die haben halt was genommen. Nein, ich habe selbst entschieden, da teilzunehmen und ich habe auch mega Bock drauf, weil es einfach ein geiler Wettkampf ist. Im Endeffekt heißt es ja nicht, weil Leute was nehmen dürfen, dass sie jetzt irgendwie besser sein müssen oder so. Es gibt immer noch genetischen Faktor, wie hart du trainierst, wie du insgesamt aussiehst. Ja, man kann sich ja auch keine schöne Form herstoffen, sage ich mal. Und dahingehend, ich habe ja auch schon mal gesagt, ich mache ja Men's Physik bei der NPC, ich mache ja kein Bodybuilding, die würden mich komplett auffressen. Gibt es auch Gewichtslimits, die ich niemals ausfüllen würde mit meinen 83 Kilo aktuell. Die dürfen 97 Kilo wiegen oder so trocken. Deshalb probiere es bei der NPC. Da geht es halt auch mehr um Ästhetik, Ausstrahlung und so, deshalb es geht nicht immer nur um die Muskelmasse. Also meiner Meinung nach kann man das schon machen. Ich bin sehr gespannt, was es wird, hab Bock drauf. Wenn es ein guter Platz wird, wird es ein guter Platz und wenn nicht, dann nicht, dann ist es so. Ja, und die letzte Frage, die zielt auch so ein bisschen darauf ab. Wann wechselst du auf die dunkle Seite? Ah, die klassische Frage, die bekommt wahrscheinlich jeder Neddy. Also für die Leute, die sich das Video angucken und gerade nicht wissen, was die dunkle Seite ist. Also ich bin aktuell Naturalathlet, ich mache Natural Bodybuilding, heißt ich nehme nichts außer meine Supplements. Das höchste Supplement, das ich nehme, ist Kreatin. Und dunkle Seite bedeutet halt, dass du was nimmst, weil die größeren Bodybuilding-Wettkämpfe, wie jetzt beispielsweise Mr. Olympia und so, da ist ja offensichtlich, dass, ich glaube, da nimmt wahrscheinlich jeder was. Ich weiß nicht, ob es Ausnahmen gibt, genetische Wunder. Stand jetzt schließe ich es für mich komplett aus. Ja, ich mache das jetzt schon seit 11 Jahren natural und bin halt ein sehr gesundheitsbewusster Mensch. Und man muss halt sagen, auch wenn viele sich das immer gut reden wollen, das ist sau ungesund, ja. Das kann dir ein paar Lebensjahre kosten. Hat man jetzt, glaube ich, auch in den letzten Jahren gesehen, wie viele Athleten leider von uns gegangen sind. Natürlich geht auch ein bisschen darum, wie man das Ganze angeht, ja, was eigentlich so die Ziele sind und so. Wie ich auch gesagt habe, ich handle immer sehr situationsabhängig. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise bei der NPC als Neddy komplett abrasiere, kann es natürlich sein, dass ich mir denke, okay, da ist vielleicht mehr drin, wenn du den und den Weg gehst. Stand jetzt würde ich sagen, nein, zumal ich auch noch ein Problem habe, ich kann, ja, Spritzen und Blut und sowas, das ist nicht so meine Welt. Ich habe mal gehört, man gewöhnt sich dran, aber ja,
Yes, Leute, dann, ich habe versucht, so ehrlich wie möglich zu antworten. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wir werden bestimmt, wenn das Interesse da ist, dahingehend könnt ihr mir ein Feedback geben, öfter solche Q&As gerne machen. An der Stelle könnt ihr mir auch auf Instagram folgen, alimnsry-, da könnt ihr auch mehr Einblicke bekommen, weil ich halt viel in meiner Story zeige, meine ganze Prep dokumentiere. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, damit ihr auch nichts verpasst. Und ich kann euch auch jetzt schon sagen, nach dieser Prep, die Frage kam glaube ich auch, was eigentlich so für Content kommt nach der Wettkampf-Prep. Ich werde voll und ganz Richtung Food gehen, Essensvideo, weil ich Essen liebe, ich liebe Reisen und will einfach dahingehend vieles zeigen. Und ja, ich würde sagen, an der Stelle beenden wir das Video, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video.